Die Lebenssituation vieler Studierender ist herausfordernd und von Unsicherheiten geprägt. Dazu kommen noch ganz generelle Sorgen. Krieg, Inflation, soziale Isolation infolge von Corona. Eine Anlaufstelle, bei der Studierende Hilfe finden können, ist die Psychotherapieambulanz der Uni Bielefeld. Wie genau das abläuft, erklärt die Psychotherapeutin Dr. Lisa Ilyes. Also als allererstes wird eine Sprechstunde angeboten. Das ist der Zeitpunkt, wo der erste Kontakt stattfindet, erstmal geprüft wird, worum geht es eigentlich? Was sind Anliegen, was sind Schwierigkeiten und wo entschieden wird, ist das etwas, wo Psychotherapie überhaupt hilfreich sein kann und wo dann im nächsten Schritt entschieden wird, gibt es eine Passung mit unserer Institution, weil wir eben Therapien ausschließlich zum Zweck der Forschung und Lehre anbieten können und dadurch in diesem ersten Schritt schon viele Menschen nicht bei uns auf die Warteliste aufgenommen werden können und wir sie dann an entsprechende andere Stellen weiterempfehlen müssen. Und das ist aber auch unser Ziel, möglichst gut zu schauen, was sind relevante Anlaufstellen, die stattdessen irgendwie empfohlen werden können. Das Angebot richtet sich an jeden, nicht nur Studierende. Und auch wer sich gar nicht sicher ist, ob er oder sie überhaupt an einer psychischen Erkrankung leidet, kann zu einer Beratung in die Ambulanz kommen. Genau diese Frage ist ja schwer zu beantworten, wenn man sich nicht auskennt oder nur wenig auskennt, zu sagen, wo ist denn so die Grenze von normaler Angst zu pathologischer Angst zum Beispiel oder von normaler Trauer zu Depression. Ne? Und dafür sind wir eben auch da, das mit einzuschätzen. Und es gibt auch viele oder einige Menschen, die kommen und wo sich dann rausstellt, eigentlich ist es eine normale Reaktion auf bestimmte schwierige Bedingungen und wo aus unserer Sicht dann gesagt wird, dass es eigentlich keinen Anlass für Psychotherapie gibt. Wird aber doch ein solcher Anlass festgestellt und eine psychische Erkrankung diagnostiziert, kann diese in der Ambulanz dann auch langfristig therapiert werden. Was häufig ist, sind ja zum Beispiel Ängste oder Depressionen und das sind eben auch zwei Bereiche, wo wir aktuell ein Forschungsprojekt haben, wo wir eine Gruppentherapie anbieten. Also wir haben eine Gruppe für Menschen, die unter depressiven Erkrankungen leiden und der Schwerpunkt der Gruppe eben auch auf der Behandlung von depressiven Erkrankungen liegt und eine Gruppe für soziale Ängste, also wo es vor allem um Angst geht, bewertet zu werden in Prüfungssituationen, aber auch sonst in sozialen Situationen. Und wenn sich diese Symptomatik in der Sprechstunde als relevant herausstellt, dann wären das eben Personen, die wir aufnehmen würden, auf unsere Warteliste. Die Arbeit der Psychotherapieambulanz ist eng mit der Forschung an der Uni Bielefeld verknüpft. Wer sich für eine Behandlung entscheidet, bekommt dann nicht nur Hilfe, er hilft auch selbst bei der Erforschung von Krankheitsbildern und Therapiemöglichkeiten. Man ist eine Art Studienteilnehmer, also für Forschung eigentlich immer, weil jede Therapie ausführlich evaluiert wird. Es gibt aber auch noch spezifische Lehrtherapien, wo wir wirklich versuchen, auch Studierende mit einzubinden in den Therapieprozess. Und das ist aber was, worüber auch im ersten Gespräch in der Sprechstunde aufgeklärt wird. Also dass jedem klar ist, wenn ich mich für die Behandlung in der Psychotherapieambulanz entscheide, dann bedeutet das auch, dass ich bereit bin, an Forschung und Lehre mitzuwirken. Personen, die das Gefühl haben, mit ihren Ängsten oder psychischen Belastungen überfordert zu sein, denen rät Psychotherapeutin Dr. Lisa Ilyes Folgendes. Wenn Sie sich angesprochen fühlen davon oder denken, das wäre eine gute Anlaufstelle für mich, dann können Sie sich direkt an das Sekretariat der Psychotherapieambulanz wenden und die Kontaktdaten sind auf der Uni-Homepage zu finden.